Herzlich willkommen von WOMADventure. Ja, das wird das letzte Video sein von unserer Nahostreise. Wir durchfahren ziemlich zügig Ungarn, dann Österreich, mitten durchs Land. Wunderschön da und mautfrei wie immer Österreich und dann Deutschland und ja. Ja, und dann zu Hause angekommen, werde ich ein paar Reparaturen machen, die ich euch da noch zeige im Video, was da alles ja, draufgegangen ist. Neben dem Varia natürlich, der wird separat dann repariert werden. Und ja, okay. Wir sind dringend in Ungarn, die haben es ein bisschen genauer genommen wie die Griechen, die wollten auch reinschauen. Und Zigaretten und solches Zeug haben wir ja nicht. Und jetzt, ja, geht's durchs Land, nicht auf die Autobahn, damit man ein bisschen mehr sieht. Ja, hier in Ungarn gibt's auch Honig, der wird hier produziert und das sieht mal hübsch aus. Diese schönen bunten Häuschen, die die Bienen hier haben. Es brummt und summt und ja, wir sind ja Honigfans, also wir freuen uns, wenn wir dann hier auch mal einen kaufen können, so einen schönen Naturhonig. Das hier war unser Übernachtungsplatz. Ja, wie finde ich solche Plätze? Einfach in Google. Guck da in Google rein. Ich benutze selten Park4Night sowieso nicht. Vielleicht in Saudi-Arabien ab und zu iOverlander, aber eigentlich findet man das meiste in Google. Und so werden die Plätze auch nicht vernichtet. Wenn dann da zu viele kommen, dann haben die Leute keinen Spaß mehr. Vor allem da, wo es große Camperfrequenzen hat, ist das echt ein Problem, diese Apps. Deswegen mache ich das, wie ich es gewohnt war. Vor 8 Jahren, als ich angefangen habe, gab es eigentlich solche Apps praktisch noch nicht. Wir fahren wieder ein Stückchen weiter aus dieser schönen Natur in Ungarn. Geht es weiter Richtung Norden. Ja, und das Schöne ist hier unten im Süden von Ungarn, es ist eigentlich kein Problem, dass man hier irgendwie auch nochmal so direkt einfach in der Natur steht. Keiner sagt was, ist total easy. Hallo Ente, du hast aber viele Junge und die sind noch ganz, ganz, ganz klein. Ja, hier in Ungarn gibt es auch immer diese Adventure Parks für Kids. Also da ist echt was geboten, jetzt hier direkt am See. Aber Ziplines und Achterbahnen und was für die Kleinen. Ja, und man kann auch übernachten hier. Da wohnen Leute in diesen Holzhäusern, ganz im ungarischen Stil. Und dahin gibt es noch eine große Kletterwand. Also hier ist schon was geboten für die Kids. Muss euch wieder mal ein Update geben. Unterdessen sind wir bereits in Österreich. Ungarn haben wir eigentlich nur durchfahren. Österreich auch. Ja, jetzt fahren wir da eigentlich mitten durch, sagen wir, Voralpen, Alpen. Neue Wege ausprobieren. Das Ziel wird dann, wie heißt das? Wir sind gerade in, wie heißt hier, Steiermark. Und das Ziel wird, Salzburg, jetzt ist es wieder ins Sinn gekommen. Also mittendurch, wieder mautfrei. Ungarn war auch mautfrei. Und dann, ja, wunderschön hier die Landschaft. Wir müssen uns aber wieder anklimatisieren. Die Hitze ist jetzt weg. Es ist auch bedeutend nässer geworden, ein paar Mal Regen. Aber mich stört das jetzt nicht. Eines Dorf, Gassen. Mit 2 S. Dieses Bähnchen wie eine Modelleisenbahn, einfach schön. Genau wegen diesen Schildern habe ich ein 7,5 Tonnen Fahrzeug, weil sonst könnte ich hier gar nicht durchfahren. Überall sehe ich diese Schilder und mit dem richtigen LKW könnte man hier leider nicht durchfahren. René's neuer Hochsitz hier in Österreich.
Die AG, die hat gerade ein großes Pferd kennengelernt und es regt sich ein bisschen auf über den Hund. Ja. Die haben Spaß, jetzt ist bei. So werden der schwarze und der beige Hund vom schwarzen und beigen Pferd begleitet. Der freut sich über Hundebesuch, der ist ganz aufgeregt. Heute haben wir 150 Kilometer zurückgeregt, das reicht. Noch eine Pause gemacht, jetzt haben wir hier dieses schöne Plätzchen gefunden, wie immer ohne App, mit Maps.me und Google und Street View. Das geht ganz schnell und schon hat man ein schönes Parkplätzchen, wo man auch stehen darf. Ja, auch Österreich hat traumhafte Plätzchen zu bieten hier am Wasser, bei einer Kapelle oder kannst frei stehen. Ja, dann machen sich's drei am warmen Feuer gemütlich, so da unten am Wasser. Da ist schön kuschelig, ne? Ja, natürlich hat auch Österreich seine wunderschönen Seen und Landschaften hier in den Bergen bei Liesing. Und da machen wir jetzt mal so eine Abendwanderung. Und das ist halt Natur pur, einfach schön. Eile, eile. Da gibt es auch Mäuse zu gucken oder was anderes. Wo ist denn? Hä? Was ist das im Ohr? Schön ist das hier. Wir sind weiter unterwegs nach Eugendorf. Das ist oberhalb von Salzburg. Da treffen wir einen Pfannentöpfe-Verkäufer. Und der schenkt mir einen neuen Brattopf. Jetzt sind wir so richtig in Österreich angekommen. Die Voralpen lassen grüßen. Wunderschön ist es hier. Wir sind in Eugendorf und stehen da beim Pfannengeber von der Firma Black Cook, eine Pfanne für alles, die kann man sogar an die Sonne stellen und dann wird das Zeug schön gegart und Induktion geeignet und Gas, auch ins Feuer kann man es legen und ja, er hat mir schon lange gesagt, er gibt mir das und jetzt ist es der Tag gekommen. Mit Diebstahlsicherung. Mit Diebstahlsicherung. Camping geeignet. Super, hey. Eine Hightech-Pfanne, hey. Also wenn ihr mal eine kaufen wollt, einfach hier mal reingucken. Und dann, der Herr verkauft euch sicher gern Pfannen. Ja, das ist schön. So, jetzt wird wieder gekocht, jetzt gibt es wieder lecker genau. Champignon-Rahmsoße oder so. Ja, ich habe scheiß Freude an den Pfannen. Er hat mir dann schlussendlich ganze drei Stück geschenkt. Es ist wirklich toll. Sogar ein Wok. Ich habe jetzt extra noch Woke-Gemüse gekauft und ich konnte sie jetzt auch schon testen und ich muss sagen, da brennt wirklich nichts an. Das ist so eine super Beschichtung und es sind halt ein bisschen, sie haben ein bisschen Gewicht. Das ist dann halt fürs Kochen, merkt man das, dass das einfach viel besser ist, weil nicht die Wärme wird besser verteilt, übertragen da. Schön gleichmäßig wie bei ganz dünnwändigen Pfannen. Dafür haben sie eben ein bisschen mehr Gewicht. Also, da braucht er nichts an. Ich brauche kein Öl oder Fett. Das geht alles ohne. Es, ja. Und er hat mir noch Griffe geschickt. Da. Die kann man nämlich hinmachen, wegmachen. Und dann kann man sie auch besser verstauen. Also, ich bin sehr zufrieden mit dieser Black Cook Pfannen, die er selber herstellen lässt. Ja, super.
An der Baustelle gab es einen Unfall. Ich glaube, da sind schon zwei Leute gehoben worden. Das ist der Wahnsinn. Da hinten ist die Baustelle. Ja, in Österreich geht das schnell. Da, wenn so ein Unfall passiert wie umgestürztes Bauteil auf Menschen, sind dann gleich zwei Hubschrauber da. Wir haben zuerst den Notarzt gleich abgeteilt zur Unfallstelle. Und jetzt hängen sie wohl mit vermutlich den Verletzten oder auch den Arzt wieder an die Seile an, direkt an den Hubschrauber. Ja, also tatsächlich, der Ärzte werden mitsamt den Patienten direkt in die Luft abgeteilt. So geht es wohl am schnellsten. Ja, Wahnsinn, Europa, top ausgerüstet, es ging keine 10 Minuten. Wir haben direkt daneben übernachtet, hinten dran ist eine Wiese und haben es von daher schreien hören. Und das ging keine 10 Minuten, war die Rettung da, das ist Wahnsinn. Willkommen zurück in Europa, du. Jetzt landet auch der Helikopter und dann werden sie diesen Patienten einladen. Da muss irgendwas auf ihn gefallen sein, auf diesem Dach da drüben, brutal. Und ja, es gibt noch einen zweiten Verletzten, aber da ist die Situation wohl nicht ganz so kritisch. Er wird jetzt hier mit einem Kran vom Dach gehoben. Und später wird aus dem ein oder anderen Feuerwehrfahrzeug vielleicht mal ein Oberländer. Wir sind in Bayern soeben eingetroffen, über die Inn gefahren. Ich bin jetzt bei der Firma Faktor in Eckenfelden, um eine Batterie zu holen. Was macht der Schuh und der Mann im Zwischenboden? Ah. Ja, oh. Batterie ist eine Zelle defekt und da wird jetzt was repariert. Okay. Wunderschöne bayerische Landschaft. Genau, ich bin jetzt da. Wie gesagt, bei der Firma Faktor, die verkaufen die guten Winston-Zellen und mit dem Herr Eisenbichler in seinem Tesla gehen wir jetzt in die Lüfte hoch. Wir fliegen irgendwo hin. Er fährt auch komplett selbst. Aha, Autopilot. Ja, willst du irgendwie mal einen Schwamm machen oder so? Tatsächlich, sogar die Kurve. Und das zeigt an. So läuft es heute mit den Autos. Das ist ja wie früher der Lamborghini, glaube ich. So, wir sind jetzt hier im Hangar oder wie das heißt. Und jetzt frage, welcher Flieger gehört Herr Eisenbichler? Dieser Doppeldecker hat einen Afrika-Rundflug gemacht. Wahnsinn. Das ist Anziel Ferrari Builds a Plane, das ist it. Ja, aber ich kenne allein 7 Leute, die haben das gekauft und ich auch aus dem das ist ein Bausatz, baut man selber. Und ah ja. Gekauft aus dem aus dem Katalog. Also. Und dann irgendwann eine Oshkosh, und Oshkosh ist die größte Fliegermesse der Welt. Und da sind dann auch, gibt's auch Workshops und alles Mögliche. So. Und ja, da lernt man dann mehr kennen. Aber es ist einfach ein wunderschönes Flugzeug. Ja. So. So, jetzt kommt der Vogel raus aus dem Hangar. So, da ist unser Flieger, ein 172er Cessna, hat man mir gesagt zumindest. Gehe davon aus, der Pilot weiß das. Mit dem fliegen wir jetzt in die Lüfte. Also, einsteigen, ja. Ist angesagt, zusammenfalten. So, anschneiden hier hinten. Ja.
Das war ein geiler Flug. Jetzt geht's wieder rein in den Hangar. Und schwupps sind wir in Deutschland, eigentlich wieder zu Hause, Röthenbach, näher Nürnberg. Und jetzt bin ich bereit, schon etwas am Basteln. Also, hier habe ich die Tischsäule ersetzt. Die hatte hier unten früher einen Drehteller, aber der hat gewackelt. Und auch die Säule hat gewackelt. Und jetzt, wenn ich das arretiere, so, dann wackelt er nicht mehr. Die habe ich jetzt nämlich ersetzt gegen einen ohne Drehteller und ich habe den Fehler gemacht, wenn ich fahre, muss ich den hydraulisch runterlassen, da mit diesem Griff, dann muss ich da runterklicken, da geht er runter, damit er nicht wackeln kann, weil so ist er eigentlich kaputt gegangen. Ja, weiter. Sieht jetzt momentan ein bisschen Unordnung aus. Es ist hier 35 Grad, die Klima läuft Tag und Nacht. Und der Kühlschrank, der alte habe ich bereits rausgeschmissen, da war er drin provisorisch. Hab mir jetzt einen neuen gekauft, bestellt schon lange und die haben ihn aufbewahrt, der Mediamarkt, und war günstig, weil ich musste die Mehrwertsteuer nicht bezahlen, war eine Aktion, 460 Euro. Gut, neu an dem Kühlschrank ist, dass es ein Einbaukühlschrank ist, weil vorher hatte ich einen Freistehender und das Zeug da, was da heiß wird oder warm wird, das war beim Freistehenden da in der Seite eingelassen. Das wusste ich damals nicht, war eine Fehlplanung, Fehlkauf. Und jetzt ja, ist das da und jetzt mache ich da ein bisschen Arbeit im Podest, dass das schön zirkulieren kann. Oben muss ein Spalt sein, unten muss ein Spalt sein. Aber auf der Seite kann ich komplett zumachen. So, er ist schon drin jetzt. Leg ich mal los, damit der Kühlschrank von unten Luft kriegt, habe ich jetzt zwei Hölzer von hinten seitlich gemacht, da geht dann die Luft durch. Was man auch machen muss, ist das Zeug da, damit das nicht hin und her wackelt und irgendwann vielleicht ein Müdungsbruch gibt in den Leitungen, habe ich die überall stabilisiert, da hinten auch. Einfach mit ein bisschen Verpackungsmaterial. Das darf einfach nicht schütteln. Hier habe ich auch noch. Einfach, dass das hält. So, der Kühlschrank ist drin, der neue. Ich habe eine scheiß Freude. Ich muss da noch Abdeckleisten machen. Komm noch. Da habe ich eine super Lösung gefunden zum Verriegeln, damit er zu bleibt. Dann habe ich da noch einen Stopper, damit er nicht gleich aufgeht, wenn ich es mal vergesse. Und der Kühli verbraucht extrem wenig Strom. Da unten schöne Abdeckleiste. Die Lüftung findet jetzt. Hier geht die Kaltluft rein. Dann hinten sind die Rippen und da kommt sie wieder raus, die warme Luft. Befestigt habe ich ihn hier, verklebt an diese Holzleisten und dann von oben da schön geschraubt, so dass ich ihn immer wieder rausbringe. Nur oben ist er und er ist eigentlich eingeklemmt. Und diese Teile kann ich auch rausnehmen, wenn es sein muss. Ja, super toller Kühlschrank, verbraucht kaum Strom, mit Inverterkompressor, bin sehr zufrieden. Ja, nach so einer Weltreise gibt es doch einiges zu reparieren. Zwar der Dämpfer, da oben seht ihr beim Dachfenster, ist schon lange einer kaputt. Da habe ich jetzt da neu hingeklebt und dann wird der dann ersetzt. Haben die mir auf Garantie geschickt, diese Outbound-Firma. Ja, was habe ich sonst noch gemacht? Da hinten die Schrauben am Holz haben sich gelöst. Diesmal habe ich da noch Kleber reingemacht. Die ganze Leiste, da auch, da war, ja, all diese Schrauben hier haben sich gelöst und da ist jetzt Kleber dran, jetzt sollten die immer halten.
Ja, und da draußen bin ich auch einiges am Machen. Zwar, die Batterien hier kommen raus, die verkaufe ich. Und dann kommt ein bisschen weniger rein und andere Zellen. 100 Kilo werde ich damit leichter. Und das mache ich jetzt dann gleich. Am Kühlschrank habe ich auch weiter gearbeitet. Jetzt seht ihr, da habe ich so Abdeckleiste hingeklebt, dass das schön abgeschlossen ist. Und so sieht das Ganze aus. Ja, und er verbraucht echt wenig, also das zeigt es mir kaum an. Diesen drehzahlregulierten Kompressor, das ist Invertertechnik, das ist heute eigentlich ja das Standard. Gute Kühlschränke haben das. So, das war die super schöne Reise, und wenn ich immer wieder mal die Filme angucke oder einen Teil davon, ja, dann reißt es mich gleich wieder, dahin zu fahren, gleich nochmal alles machen, aber ja. Jetzt ist zuerst mal was anderes dran. Sandra bleibt, leider muss sie zu Hause bleiben. Sie muss noch einiges erledigen am Haus und andere Dinge. Und ich werde dann halt alleine unterwegs sein. Mal nach Spanien fahren, schon etwa in 14 Tagen. Und vorher aber noch zum TÜV bzw. MFK, Motorfahrzeugkontrolle heißt das in der Schweiz. Ich habe da einen Termin gemacht am diesen Dienstag. Ich hoffe, es geht alles gut. Repariert habe ich ihn. Da kommt dann noch ein extra Video, vor allem von den Bremsen hinten. Ansonsten gab es am Vario nicht viel zu tun. Noch Ölwechsel, nochmal. Ja, ich mache das ein bisschen mehr. Und ja, dann nehme ich euch dann mit auf der nächsten Reise, dann eben ab 2 Wochen. Und dann hoffe ich, dass ich dann ziemlich on time bin. Das heißt, die Videos auch zeitnah dann auch erfolgen. Ja, es ist sicher auch einfacher, weil ich dann wieder alleine bin und alleine filme. Aber ansonsten bin ich natürlich lieber zu zweit. Und ich weiß jetzt schon, ich werde Sandra ganz fest vermissen. Ja, jetzt waren wir doch über ein Jahr zusammen. Und ja, das wird nicht einfach für mich. Aber ja, ich werde sicher überall Gesellschaft haben und mit Leuten unterwegs sein. Ja, wer mitkommen will, soll sich bei mir melden. Ich fahre Mitte September plus minus hier ab durch Frankreich. Ich bin da, ich lasse mich einfach treiben. Dann mal Spanien und dann aber auch Marokko. Und vor allem die Sahara reizt mich wieder, da hineinzufahren im Sand und so. Ich liebe es, ja, ihr wisst. Okay, dann danke, wart dabei. Ihr dürft es gerne weiterempfehlen, teilen oder was auch immer. Und Daumen hoch und bis bald. Tschüss.